herzlich willkommen bei GTA 5 mit Christianko und Renko. Das können wir nicht zurückschneiden. Du hast mich bald gestanden. Okay. Wohin geht's denn heute mit der Reise? Wir fahren heute einfach mal mit dem Auto rum und wir klauen auch Autos und fahren irgendwo Interessantes hin. Also keine Plan, wo wir jetzt noch hinfahren, aber irgendwo werden wir schon noch hinfahren. Wir könnten ja als Beispiel mal ins Kino fahren oder sowas. Nee, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, oder? Für den Renko? Ja, wir können es aber machen. Aber jetzt hat er schon von der Polizei. Oh ja, er hat schon einen Stern. Ich hoffe, ich sehe ihn jetzt ein bisschen besser. Und ich bin Christianko, sein Geschenk. Und er ist heute mal zu Besuch da. Um mal ein bisschen GTA mal auszuprobieren. Ich habe eigentlich schon mal mein Freund gespielt, aber... Ja, aber so mal ein bisschen spielen ist ja, nicht verkehrt. Also im Endeffekt gar kein Nutzer. Oh! Jetzt komm, bleib mal stehen, bleib stehen! Also das Auto ist leider auch Schrott. Nein, ja. Und nochmal, ein Stunt-Double. Die Sterne blinken, das heißt, sie gehen mal weg. Ja, du, da wollte ich hin. Da, das ist so geil da. So, und jetzt sind wir gleich da und oh Scheiße, weg da! Weg! Sorry! Hab's Auto nicht unter Kontrolle! Das ist ja gar keine. Du bist im Strand! Ja, zum Strand! Ja, wir sind am Strand, Leute! Jetzt! Jetzt kann ich aufsteigen. Ich muss erstmal zur Treppe. Achtung, was machen die da? Verkloppt mal den da. Krass. Toll, wir haben sie wieder. In den Sack. Oh, voll nein. Michaeli Santo! Komm schnell rein, schnell rein! Scheiße! Hat es nicht zu? Achterbahn, oder? Vielleicht kommen wir auf die Achterbahn, genau. Spring mal ins Wasser. Und dann noch. Schiete. Bleib in die Not, bleib in die Not. Außer Gefecht schon. Und ja. Schon dreimal. Von GTA durch das Portal. Und dann führt es uns zum Powerboard Challenge. Genau. Bis. Mit Bestrafung. Nein. So. Jetzt stehen wir schon in der Stelle, wo wir im Wasser sind. Und jetzt erstmal versuche ich irgendwie auszukommen. Ja. Das wird erstmal die große Schwierigkeit sein. Ihr seht schon das. Wasser war nicht. Hey, komm!
kommst. Wow, er kann auf Büschen steigen. Das ist ja mal geil. Ja, ein bisschen nicht realistisch ist es auch. Mhm. Und das habe ich auch gesagt, wir laufen irgendwo hin. So, und da kommen wir irgendwie mit rein. Ein Versuchwasser. Das auf jeden Fall. Und wir werden wohl auf jeden Fall mal zu Michael wechseln, der reiche Mann. Und jetzt ja. Und wie das mit dem Wechseln geht, das verrät uns jetzt gleich mal dem Lukas Jenko. Aber ich kann seine nicht so gut. So, und wie hat es jetzt der Lukas Jenko gemacht? Also, wir spielen auf der PS4 GTA, also haben wir die linke Tastatur ausgefunden. Geh mal zur Kamera, dass sie es mal sehen. Ja, genau. Ja. Genau. Weiter rüber. Ja, genau, links. Du gehst mit der Taste nach unten. Und dann einfach hier mit dem Knopf bewegen. Ich zeig's euch mal, wie er es gerade erklärt hat. Ihr geht mit der Tastatur hin, drückt mit dem Pfeil nach unten, dann erscheint jetzt da unten am Bildrand das Symbol da. Und jetzt könnt ihr mit eurem Knüppel hier, mit dem da, mit dem linken, mit dem rechten könnt ihr wählen, welchen von den zwei ihr wollt. Ob ihr jetzt den Michael wollt oder den... jetzt weiß ich den Namen nicht, wie er heißt. Aber ihr könnt dann zwischen den zwei wählen. Und wir fliegen jetzt ganz einfach mal wieder zum Michael runter und bleiben da, wo er ist. Ja, das ist jetzt eine Villa. Und wenn ihr fragt, wer ich will, ich bin von dem von Krisenko. Das letzte Video, Nachricht von Krisen. In dem Video ist das für mich, wo er die Nachrichten geschickt hat. Geil, man kann einfach die Garage nur zuschieben. Wenn man das in echt könnte. Wenn ihr mehr über Lukas wissen wollt, könnt ihr einfach auch mal unten in die Kommentare schreiben. So wie jetzt zum Beispiel, was er jetzt in dem Video gemacht hat, was er noch machen könnte, was er im Video verbessern könnte. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Und wie alt ich bin? Genau, das könnt ihr einfach mal schätzen. Wie alt er ist. Aufgabe an euch jetzt mal. Schätzt einfach mal, wie alt der Lukas von der Stimme her ist. Ja. Er wird jetzt gleich wieder mit euch wieder weiterquatschen, was er jetzt da genau macht. Aber einfach mal schätzen, wie alt er ist. Weil nachher machen wir vielleicht noch ein Hoverboard. Ja, das kommt dann am Sonntag. Also entweder tue ich es jetzt, zählt das heute noch mit dabei oder dann am Sonntag. Aber ich vermute eher mehr stark, dass es wahrscheinlich am Sonntag mit dazu kommt. Und im Übrigen, morgen sind wir in der Filmstadt. Das Video verlinke ich euch dann unten in der Infobox. Hat ihr gesehen, wie der geguckt hat? Wir fahren jetzt erstmal mit dem Bus.
während der Fahrt springt er raus. Ja, das ist, machen wir dann noch ein Video.